Einer der großen Vorteile für Tiere im Zirkus ist der enge Kontakt zum Publikum, den sie natürlich auch meiden können. Hier wird er nicht gemieden. Gerd Koch hat diese Gruppe erst vor ein paar Monaten übernommen. Schmeckt das? Hä? So, gib mal einen Platz. Njala einen Platz. Togo, Wanda. Wanda einen Platz. Frikaho, Kampala bleibt da draußen. Ali, Ali. Komm mal, Junge. Ali, nun kommen Kamele hinzu. Brave Junge. Seid am Platz. Ali, geh. Wanda, Ali. Wanda, Ali. War schön. Togo, Ali. Ali, geh. 3 Tonnen wiegt der Nashornbulle Tsavo, der im zweiten Jahrzehnt schon beim Barum arbeitet. Oh, ein guter Junge. Komm hier, Tsavo hier. Tsavo hier. Wow, Tsavo hier. Wow. Tsavo hier. Auf. Tsavo hier auf. Tsavo hier. Der Bulle scheint heute etwas misstrauisch, weil er außerhalb seines Stundenplans bemüht wurde. Das tut deinen dicken Bauch auch gut. Los, komm. Ja, Giraffen sind zwar nicht hochspezialisiert sozial lebend, dennoch ist es eine gute Idee, 2 Tiere zu halten. Komm hier, langer Mann, komm. Oh, so feine Kinder. So feine Kinder. Oh, so ein langer Mann, ne? Jetzt sag bloß, meine Hände riechen nicht gut. Auf Fremdgerüche reagieren sie empfindlich. Zulu. Walz. Safari hier. Safari, komm hier. Hier. Oh. Wow. Okay, runter. Der Futtereimer spielt bei dieser scheuen Tierart eine wichtige Rolle.